Hallo ihr Lieben, heute schauen wir uns meine neueste Errungenschaft an, Trommelwirbel, und zwar den E-Painter. Viel Spaß beim Video! So, hier hätten wir ihn schon. Winzig kleines Paket, also ich hatte mir echt gedacht, dass das ein bisschen größer ist, das Paket, aber macht ja nichts. Umso kleiner, umso besser, würde ich sagen. Der E-Painter. Ich wollte ihn mal ausprobieren. Ich habe ihn bestellt auf Amazon. Und er sagt uns, E-Painter für Gestaltung mit Diamond-Painting-Steinen saugt facettierte Schmucksteine bis ca. 0,5 cm Durchmesser an. Und der Inhalt, wir haben eine Mikrovakuumpumpe, ein USB-Kabel, 1 Meter lang, ein USB-Netzteil, einen Adapter für die Stifte und einen Steinchenbehälter, 8 cm x 16 cm. Leicht und sicher anheben durch Saugkraft. Der E-Painter. Weiß nicht genau, was er gekostet hat, ich glaube 27 Euro. Und wir schauen uns mal an, was wir hier bekommen. Gut. Raschel, raschel. Okay. Ich nehme mal alles raus, inklusive dieser Bedienungsanleitung. Da steht drauf, was man machen soll, wenn es nicht funktioniert. Aber so weit sind wir ja noch gar nicht. Okay. Und wie ihr ja wisst, bin ich nicht der größte Fan von Bedienungsanleitungen, weshalb wir das jetzt einfach so machen. So, also, was haben wir hier? Wir haben da einen Gummischlauch. Den werden wir mal da so auseinander tun. Hui. Oh, das ist gut. Der ist sehr flexibel. Der Gummischlauch, also nicht so starr irgendwie, dass es sich irgendwie komisch verhalten würde und mir auf die Nerven gehen würde, das gefällt mir schon einmal. Aber er verheddert sich halt leicht, er ist halt ziemlich lang. So, schauen wir mal, ob wir das irgendwie hinkriegen, dass es sich jetzt nicht verheddert. So, platsch, Gummischlauch, Steinchen, weg. Dann haben wir hier das USB-Ladekabel, das 1 Meter lang sein soll. Ja, das kommt hin. Dieses stecken wir wahrscheinlich hier in das Ding rein, in die Vakuumpumpe. Und dann stecken wir hier noch, da ist noch ein Plastik drüber, das mag ich gar nicht. So eine kleine Phobie, dass mein Haus abbrennt, wenn ich da irgendwie was Falsches um meine Steckdose herum habe. Oh mein Gott. Wait a second. Warum ist das so schief? Seht ihr das? Ich habe das jetzt ein paar Mal versucht reinzustecken. Das ist voll schief. Warum ist das so? Na super. Vielleicht gehört das so. Das ist innen auch ganz schief. Gefällt mir nicht. Ich werde mal meinen berüchtigten Ankerstecker nehmen und dann hier so einstecken. Das gefällt mir nämlich besser, weil dem Ding traue ich in keinster Weise jetzt gerade. Dann schieben wir mal den Schlauch da irgendwie rein oder muss man das vorher abnehmen? Das schaut nicht so aus. Okay, also ich stecke mal den Schlauch hier hinein und hoffe, dass das, obwohl der ist urweit weg, muss man den nicht, jetzt muss ich das Ding doch lesen. Aha. So. Ich glaube, das war's jetzt. Weiter geht er nicht rein. Okay. Ich tue mal den ganzen Müll hier auf die Seite, damit wir dann genug Platz haben, um das Ding auszuprobieren. Okay. I'm impressed.
Also ja, ich spüre schon. Ich meine, hört sie das? Wenn ich jetzt mit meinem Daumen dran gehe, hört man schon, dass da was angesaugt wird. Okay, wir probieren das mal aus. Und zu diesem Zwecke schieben wir das mal hier auf die Seite. Und ich habe ja gerade ein WIP, also ein Work in Progress, quasi ein Bild, was ich gerade bearbeite, bei mir, hier. Und es ist, das Bild von Picmondo, die Pusteblumen. Und hier werden wir jetzt unseren Steinchensauger ausprobieren, würde ich sagen. So. Gut, komm mal daher. Mal alles zurechtrücken. Das Kabel ist, wie gesagt, lang genug. Gut, in Painting-Position begeben. Und dann schauen wir mal, warte mal, mein Messerchen ist da. Dann schneiden wir uns jetzt einmal. Also, ich mache immer nur gerade das, was ich am Bearbeiten bin, trenne ich dann ab, weil ich mag nicht immer so viel Washi-Tape verschwenden eigentlich und gleich das ganze Bild abbieten. Deswegen benutze ich das auch ein paar Mal hier, so diesen kleinen Streifen zum Beispiel, wenn ich nicht wieder so tollpatschig bin und das nicht auf Anhieb hinkriege. So, gut. Ja, und dann klebe ich halt immer hier ein Stückchen ab und schiebe das rein. Hier habe ich schon überall reingeschnitten. Aber das macht ja nichts. Es ist ja nur zum Abkleben der Sektionen, die man pinten möchte. Und dieses Ding hier gebe ich nie wieder her. Es ist so toll. Man kann so toll schneiden, ohne da irgendwie zu fest zu schneiden oder irgendwie im Zickzack zu schneiden. Ich finde es wirklich toll. Ich mag das Ding. Mal noch ein paar andere bestellt, damit ich ja genug habe. So. Und das mag ich immer besonders. Hier dann das Ding runterklätzeln. Ah. Ja, die Klebefolie. Also nicht Klebefolie, die Folie von Picmondo ist an manchen Stellen sehr riesig. Und da habe ich mich schon oft geärgert. Aber jetzt geht's gerade. So, dann brauchen wir natürlich ein paar Steinchen. Welches Steinchen brauchen wir denn? Da, das nehmen wir. Das tun wir da rein. Und ich benutze am liebsten dieses Schiffchen. So, gleich sind wir startbereit. Und ich werde euch aber noch ein bisschen näher ranzoomen, damit wir da mehr sehen. Gut, wir probieren den E-Painter. Man kann ihn sich auch so um den Arm schlingen, dann ist das nicht im Weg. Also so, hier habe ich das jetzt so mal gemacht. Und jetzt probieren wir das. Oh, guckt mal! Er hat es voll angesaugt. Cool. Okay. Boah, ist das cool. Das geht ja super schnell. Oh. Also jetzt mal ehrlich, ich habe mir eigentlich gedacht, was für ein Klumpert kaufst du dir da wieder? Aber ich bin jetzt gerade voll begeistert. Oh. Das hätte ich mir nicht gedacht, dass das so cool ist. Also Leute, keine Werbung oder so, aber hey, das ist echt leibend. Wow. Das im 0, nix kann man da die Steinchen dran kleben. Habe ich noch eins? Ja, hier so. Wahnsinn. Also ja. Das kommt wieder in die Kategorie, wir verurteilen keine Dinge, bevor wir sie nicht ausprobiert haben. Wahnsinn. Also ja, Leute, der ist cool.
Ich bin begeistert. Ich werde nie wieder mit was anderem painten. Wobei, dann brauche ich noch so einen Stift, den man da drüber tun kann. Weil ich mag die ganz dünnen Stifte nicht zum Painten. Da tut mir immer meine Hand weh. Ich habe da doch noch eins gesehen. Wo ist es denn? Da. Okay, also ich bin überzeugt, ich mag das Ding. Von dem Geräuschpegel her. Man hört ein bisschen, würde ich sagen. Also wenn man in normaler Lautstärke jetzt fernschauen würde, würde man es wahrscheinlich gar nicht hören. Aber ich probiere mal mit meinem Mikro da ein bisschen näher ranzugehen. Also ich weiß jetzt nicht, wie extrem laut man das hört mit dem Mikro, aber das wäre der Ton, den diese Pumpe macht. Und jetzt können wir uns noch anhören, den Ton, den der Painter selber macht. Also, wenn man jetzt gerade nichts ansaugt, macht er gar keinen Ton. Aber wenn man dann ein Steinchen saugt, probieren wir das mal, macht er diesen Ton. Ja, E-Painter, meine Damen und Herren, der neue E-Painter. Finde ich toll. Was soll ich dazu sagen? Kauft euch den E-Painter. Keine Werbung, ich krieg nichts dafür. Aber ich bin echt begeistert. Also ich habe nicht gedacht, dass der so toll ist. Ich habe mir eher gedacht, ich kann jetzt ein paar Witze drüber machen. Aber, tja, falsch gedacht, liebe Betsy. Jetzt können wir uns den noch anschauen. Ich glaube, das war es im Großen und Ganzen. Das Ding ist cool. Ich mag's. Also es saugt jeden Stein an. Man kriegt die Steine super locker wieder runter, wenn man jetzt den falschen Stein genommen hätte. Man hat nicht das Problem, dass man hier dauernd irgendwie das Wachs wechseln muss und dass man da ein Steinchen aufheben will und der dann doch nicht drauf ist. Und ja, also wie gesagt, das einzig Nervige ist halt, also nicht nervig, aber das, der Stift, das ist wie so ein Bic-Kugelschreiber. Kennst du die Bic-Kugelschreiber? So fühlt sich der an, ein bisschen. Einfaches Plastikding. Und nach hinten hat man natürlich ein bisschen ein Gewicht wegen dem Schlauch. Aber wie gesagt, man kann sich so ums Handgelenk wuzeln, weil es gibt sehr, sehr viel Schlauch. Eine andere Richtung vielleicht. Dann geht es besser. So. Ja. Und dann spürt man auch nicht mehr diesen Zug drauf. Also Mehrfachsetzer kann man anscheinend nicht drauf tun. Steht in der Beschreibung. Ich sehe auch nicht, dass man hier diesen Stift hier vorne entfernen könnte. Jetzt ist halt die Frage, was passiert, wenn der Stift irgendwann mal ausfranst? Schauen wir mal, ob wir den runternehmen können. Ich mache es jetzt hoffentlich nicht kaputt, sonst bin ich ganz traurig. Ich glaube, ich muss das mit einer Zange probieren. Aber es schaut so aus, als könnte man es runternehmen. Aber ich will es jetzt nicht kaputt machen. Wo ist denn da dieses Zubehör? Da war doch Zubehör dabei. Was ist denn das? Adapter für Stifte nicht wegschmeißen. Aha. Da ist aber so ein Schlauch drin. Also vielleicht... Oh, aha, da steht, mit Hilfe des im Set enthaltenen Adapters können Sie alternativ auch andere Diamond Painting Stifte mit Einzelaufnahmen nutzen. Ich wüsste nicht, wie das funktionieren könnte. Also mit dem jetzt mal nicht, weil wenn ich das hier abnehme, ist da nur ein Loch reingefräst und das ist nicht durchgehend. Also den mal nicht benutzen, das ist klar. Aber ich denke, die reden da von diesen einfachen Stiften hier. Dass man hier quasi ja, oh nein, diesen Adapter hier reinsteckt. Wo habe ich ihn jetzt hin? Da.
Wir probieren das mal. Weil, wenn das geht, dann wäre das super. Ah ja, okay. Also, in den einfachen Stift, in diesem Toolkit, kann man das hier so reinschieben. Sollte natürlich aufpassen, dass man es nicht zu weit reinschiebt. Dass man es auch wieder herausbekommt, glaube ich. Und dann, ich mache mal hier kurz aus. Hallo? Und dann probieren wir mal hier den Schlauch reinzustecken. Ah ja, okay. Was passiert, wenn ich den Schlauch jetzt nicht sehr weit reinstecke? Habe ich dann immer noch die gleiche Saugkraft? Oh, okay. Ja. Okay. Leute, also wenn dieser mitgelieferte Stift mal nicht mehr funktionieren sollte, dann kann man einfach mit diesem Adapter einen ganz normalen Stift verwenden. Ja, also ePainter hat mich überzeugt, bin sehr schockiert, dass das so was Tolles ist und hätte mir nicht gedacht, dass ich den auch wirklich verwenden werde, aber ich werde ihn verwenden. Und zwar heute schon. Und ja, bin gerade ein bisschen baff. Mache jetzt aus und kann wirklich nur diesen ePainter weiterempfehlen. Ich tue jetzt mal den Adapter zurück, weil der ist ziemlich wichtig, glaube ich. Sonst kann man hier nicht die anderen Stifte benutzen. Ja, Leute, absolute Kaufempfehlung meinerseits, weil es sich sehr, sehr leicht arbeiten lässt damit. Die Steine können super gut aufgenommen werden. Er ist nicht so laut, wie ich dachte. Man kann ihn auch mit einem normalen Netzteil anstecken, also so eins, was ich habe hier, um meine Handys aufzuladen. So ein ganz einfacher Mehrfachstecker. Der Schlauch ist super lang, ist auch nicht im Weg, legt sich auch schön hin. Also bleibt auch schön liegen und wirbelt jetzt nicht irgendwie rum und ist nervig. Ja, also ich finde das Ding toll, wirklich. Wenn ihr die Möglichkeit habt, kauft euch den. Es wird euch so einiges erleichtern im Leben. Ich werde jetzt noch schauen, ob ich für diesen ePainter irgendwo so Aufsätze bekomme oder ich werde Aufsätze vielleicht selber machen dafür, keine Ahnung. Also so Covers quasi, wie es die früher bei den alten Handys gab, wo man die Handys verschönern konnte. Vielleicht kann man auch diesen Stift hier verschönern. Mein Fazit, super Gerät, super leibend, super leise, funktioniert und tut, was es soll. Und noch mehr. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaut auch bei meinem nächsten Video wieder vorbei. Und könnt es mir auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr irgendwelche Fragen habt zum ePainter oder wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt oder wenn ihr wisst, wo ich solche Dinger bekomme, die ich da drüber tun kann. Sehr gerne alles in die Kommentare und ja, lasst mir gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Ihr könnt auch sehr, sehr gerne meinen Kanal abonnieren, da freue ich mich sehr. Und wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Da freue ich mich, dass ihr dann wieder dabei seid und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Abend, schönen Tag, gute Nacht, was auch immer. Pussy, Baba!